Ja, jetzt muss ich euch was erzählen. Also ich mache ja diese Videos über die ja wichtigen Bäche, die in Greding oder in der Nähe von Greding in das Schwarzachtal fließen. Einer davon ist der Ackbach. Der kommt oben von Hernsberg runter und fließt durch ein schönes Tal nach Greding. Entlang des Ackbachs haben wir eine Viereckschanze, eine keltische ja oder frühmittelalterliche Burg. Eine vorgeschichtliche Siedlungszeit und auf der anderen Seite noch mal zwei vorgeschichtliche Siedlungen. So, also ein ja ständig bewohntes Tal. Ich bin am Pfingstsamstag jedenfalls den ganzen Weg Ackbach hochgelaufen nach Rendsberg und wieder zurück. Komm unten an, ich hatte die neue Kamera, komm unten an, komm zu Hause an, filme schwarz-weiß. Ich habe sie gemeint, ich hätte sie noch aufgehoben, aber sie sind weg. Ich bin dann am Dienstag nach Pfingsten den gleichen Weg nochmal gelaufen. Ein bisschen kürzer habe ich ihn gemacht, habe gefilmt, die Filme waren da, die Filme waren auch auf meinem Computer, weil ich habe sie mir noch angeschaut. Und heute wollte ich den Gesamtfilm erstellen und was ist? Die Filme sind weg. Und die Schwarz-Weißen sind auch weg. Als Resultat, also mag sich jeder denken, was er will dabei, als Resultat, ich zeige euch jetzt praktisch nur unten den Ackbach, wie er in die Schwarzach mündet. Das ist noch da, also so ein paar Reste sind noch da und naja, die Lidarscan-Karte zeige ich euch noch dazu. Aber ja, und ich bin danach noch zu, da gibt es so ein Lost Place am Ackbachtal, da ist eine schöne alte Mühle, wo man jetzt ein Neubaugebiet draus gemacht hat, und dann ist noch eine existierende Mühle. Das ist noch da, aber die Bilder vom Ackbach selber, vor allem mit dieser wunderschönen Keltenburg, die man da im Wald, also man sieht nur noch die Hügel, leider alles weg. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein schönes Video. Viel Spaß! Also ein perfekt genutzter, ursprünglicher Lost Place. Schaut euch mal da oben das an. Ist also heute, wie gesagt, ein Skulpturenpark. Man kann hier sowas wie diese Treppen kaufen oder auch diesen traumhaften Zug. 1863 oder 66 JFK. Wir kennen die wohl hier. Das alte Mühlengebäude. Und jetzt schaut mal, wie stark hier die Mauern gemacht sind. Alles ursprünglich in Trockenbauweise. Schauen wir mal da rein. Kann man ein bisschen schauen. Das ist ein Gewölbe. Schaut es nachher. Hier. Wie schön. Tolle Tonnengewölbedecke. Da hinten ging es mal weiter. Das hat man dann so gefacht. Fantastisch. Ne? Und hier rum. Hier sind die Mauern alle nachträglich verputzt worden. Und hier seht ihr aber, dass man das nicht gemacht hat. Also hier sind sie tatsächlich noch trocken gemauert. Da hat einer versucht, irgendwas reinzubauen, vielleicht davor oder irgendwas, der Kuckuck was. Da hat jedenfalls mal irgendjemand versucht, die Mauer einzureißen. Hier ist die Mauer also noch im Originalzustand und da unten, da kommt jetzt der Kuckuck raus. Also hier die Mühle, die Mühle unten trocken gemauert. Oben Fachwerk, Erkeranbau. Ja, das ist also alles sehr schön gemacht. Da drüben dieser Skulpturenpark von dieser Firma, die jetzt hier eben ihren Firmensitz hat und das alte Mühlengelände nutzt, um hier ihre Sachen zu lagern. Und jetzt schauen wir, und das wollte ich euch zeigen. Also das ist der Mühlbach. Nach dem Verlassen der Mühle, da hinten fließt er wieder zusammen mit der Schwarzach. Und das hier ist der Mühlentunnel. Schaut euch das an. Das ist schon sehr, sehr alt. Ja. Den hatten wir dann irgendwann, ursprünglich war der mit Holzplanken belegt. Und den hat man dann halt mit so Bitumenmatten hat man den belegt, um ihn zu schützen vor dem weiteren Verfall. Und da drinnen war das Mühlrad. Hier ist also das Mühlengebäude. Jawohl. Schaut euch nochmal die schöne Mühle an. Ist ein Traum.
verputzt, wie es sein muss. Oben noch zu sehen mit Sandputz. Hier sind schon Mauerriegel eingezogen. Das erhält, das ist ja auch ein riesen Gebäude. Der Untergrund hier ist nicht wirklich fest. Ja, leider nicht mehr. Eingangsbereich ist übrigens wieder sehr schön repräsentativ hergerichtet worden. Ganz toll. Die Mutter mit dem Jesuskind steht heute mitten im Mühlbach. Da sieht man also noch die Staustufenräderanlagen. Damit konnte man praktisch das Wasser regulieren. Und da hinten drinnen war das Mühlrad. Das ist heute nicht mehr da. Nochmal der Blick zurück. Mal ein Blick auf die wunderbaren schönen Stadttürmchen diesmal von der Seite. Wir gehen jetzt also noch mal rein und folgen Ihnen dem Abbach. Hier der kleine Bachabzweiger, ein Blick in die, ja, darf man eigentlich nicht filmen, privaten Gartenanlagen, die eben damit auch bewässert wurden. Und das Schöne ist, in Griedingen ist das noch vorhanden. Hier sind wir an diesem Turm, der mir vorhin schon so gut gefallen hat. Und da drüben, da kommt unser Abbach und fließt hier zu dem Turm hin, den wir jetzt schon von der anderen Seite gesehen haben, durch den unten hindurch er die Stadt Griedingen wieder verlässt. Das sehen wir jetzt. Vorne war vorhin der Akku alle, wo der Bach unter dem Turm durchfließt und hier wieder da entlang. Und es gab eben den Griedinger Wasserwart, da gibt es auch immer so schöne Sagen, aus dem Landkreis drüber, der hier zu bestimmen hatte, wer den Bach wann wie viel Wasser entnehmen durfte. Das ist natürlich schon alles sehr, sehr lange her. Aber er fließt hier durchs gesamte Städtchen. Und entlang des Abbachs waren also all die Gewerke angesiedelt, die Wasser gebraucht haben. Wir folgen dem Abbach jetzt, ich muss einen kleinen Umweg laufen, das ist alles privat, da kann man nicht durch, aber wir werden ihn weiter vorne wieder finden. Ein Blick aufs untere Tor, das ist eben wegen der Bauarbeiten zurzeit gesperrt. Ein öffentlicher Brunnen an der Apotheke, in der Stadt. Apotheke Fürsten, Vorapotheke heißt sie hier, und ihr seht schon, wir laufen direkt auf den Abbach zu. Das ist zwar eine ganz besondere Stelle. Hier ist heute erlaubt zu kneipen. Und früher war das einfach eine öffentliche Wasserentnahmestelle. Ihr seht hier die Häuser, die alle an den Bach so rangebaut sind. Die hatten eben früher das Recht, Wasser zu schöpfen. Da war er eben, wie gesagt, viel, viel höher, also tiefer. Er hat viel mehr Wasser geführt, als er es heute tut, durch die Wasserentnahmen für die Trinkwasseraufbereitung. Es ist halt einfach so, es brauchen wir in den Städten. Das ist nicht toll, aber es ist so, weil es will ja niemand aus diesem Bach trinken. Ja, und der Wasserrat hat die Aufgabe, das hier genau zu regeln. Recht malerisch finde ich, wie der hier so läuft durchs Städtchen. Und jetzt kommen wir gleich, also wir haben vorhin das Tor gesehen, wo er Griedingen verlässt. Und jetzt kommen wir zu jenem Tor, durch welches er nach Griedingen hereinläuft. So, das ist dieses Torturm, der wird gerade restauriert, der ist außerordentlich schön. Und auch da war natürlich eine Wehranlage mit allem drum und dran, so eine Wehranlage, um den Bach zu stauen. Hier seht ihr einen besonders gut erhaltenen Teil der Stadtmauer und eben den Abbach, wie er in die Stadt reinkommt. Das war's für heute mit dem Abbach. Das heißt, nein, ich werde aber als Zwischenschnitt noch einbringen einen Lost Place, eine der verlassenen Mühlen, und einen nicht mehr Lost Place, die Mühle, die so wunderbar renoviert worden ist.
Ja, ich habe euch gesagt, ich zeige euch noch zwei besonders schöne Orte am Achbach. Man darf leider da nicht runtergehen. Es ist ein privates Grundstück, aber ihr seht schon, die haben hier ganz toll den Bach wieder hergerichtet mit einem der uralten Fischteiche, die restauriert wurden. Wer sind die? Naja, es sind die Holzmüller hier, denn diese Holzmühle ist noch in Betrieb. Natürlich, ich nehme an, heute mit elektrischen Maschinen, aber das hier ist das Mühlgebäude. Da drüben fließt dann auch eben der Mühlbach unten drunter durch. Das Mühlrad ist nicht mehr da, aber schaut mal, wie wunderbar dieses Haus hergerichtet worden ist. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Zwei alte Mühlsteine. Wie gesagt, heute ist es eine Holzmühle und heute ist das hier die Getreidemühle. Da unten auch nochmal, da haben wir auch einen Bachlauf, der da durchgelaufen ist. Und jetzt schaut sich hier mal das schöne Ensemble an. Toll, das ist, ja, wollen wir nicht weiter stören, das ist privat. Gesäumt von Kirschbäumen. Nochmal hier an der Holzmühle. Hier kommt der Mühlbach raus und eigentlich wäre er hier rausgekommen, aber er läuft wohl unterirdisch. Also hier ist inzwischen alles zu, aber trotzdem ist das Gebäude fantastisch restauriert. Ein klassischer Lost Place? Jein, war er bis jetzt? Er wird gerade wieder belebt. Das ist die Landsmühle, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Das Haus hat doch einige Besonderheiten zu bieten. Da hinten geradeaus, das sind die Fischweiher, wo wir vorhin waren, wo diese schöne steinerne Rinne auch gewesen ist. Und da zweigt ja der Mühlbach ab, den wir gesehen haben. Der lief da drinnen, der obere Mühlbach. Und den unteren, den hören wir. Der läuft tatsächlich noch unten. Da unten durch, da ist jetzt natürlich, sind schon Leute eingezogen, haben die ganz toll gemacht, neue Häuser hingebaut. Und hier seht ihr das alte Mühlengebäude. Ja, in Trockenbauweise. Und hier, dadurch, dass wir hier diesen Abbruch haben von dem oberen Stockwerk, sieht man genau, wie diese Trockenbauweise funktioniert. Das hier ist ein späterer Einbau, also überall, wo die Ziegel drin sind, hat man dann später mal hier Fenster eingebaut. Da waren vorher, hier war ein Schnitt im Gebäude, also ist vermutlich eine Tür drinnen. Und hier haben wir eben auch die alte Trockenbauweise. Und da zeige ich euch noch auf der anderen Seite, was ich hoffe, wir stören jetzt niemanden. Und das ist ja sicherlich Privatgrund. Und das hier war dann eben der Eingang in die Mühlenladen. Hier steht die Jahreszahl 1934. Dort. Ja, und hier ist der eigentliche Müllersturm, ihr seht, abgebrochen oben. Ja. Und der Mühlbach, wir hören ihn die ganze Zeit, er läuft jetzt hier unterirdisch. Man sieht ihn nicht mehr. Aber er läuft hier unter uns, da ist eine Teerdecke mal drauf gemacht worden und dann da hinten in den Achbach hinein. Und hier war eben das Mühlrad drin und offenbar läuft da das Wasser noch durch. Das war's für heute. Ich sag tschüss, eure. Ich muss jetzt doch nochmal die Kamera an, es wird wieder langer Film anmachen. Schade, dass man hier unten alles so versiegelt. Hier steht die alte Müllerslinde, ihr seht, die ist mit einem Eisenband da mal zusammengebunden worden. Ist gigantisch, riesig, uralt. Ein Baumdenkmal, ein Lebensdenkmal. Ich hoffe, dass sie diese blöde Bodenversiegelung da unten überlebt, dass ihr genug bleibt, wovon sie leben und zehren kann.
Ja, jetzt hier am Schluss nochmal kurz verkürzt den Lidar-Scan und ihr seht überall, wo man gegraben hat. Also hier ist wirklich viel passiert in diesem tollen Ackbachtal, das nicht auf meine Kamera wollte.